Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal um das Thema Labrador und diverse Dinge um das Labrador und natürlich auch um die Einstellung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ich habe ja das Labrador schon sehr, sehr lange in Betrieb und nehme das immer mit auf meine Trainingssessions und natürlich auch auf die Range, ins Ausland und. Dabei machen sich natürlich auch sehr schnell die Vorteile und aber auch die Nachteile bemerkbar, die dieses Gerät hat. Was sind nun die Vorteile des Gerätes? Wenn ich mir die anderen Geräte angucke, dann muss ich einmal durch einen Kanal durchschießen oder irgendwas so eine Lichtschranken aufbauen und solche Dinge. Das ist immer sehr umständlich. Dieses Gerät kann ich einfach neben die Mündung stellen, kann schießen und muss nicht irgendwo durchschießen und es funktioniert. Naja, nicht immer, aber meistens. Ich kann natürlich auch was an die Mündung bauen, das misst auch hervorragend, aber es beeinflusst leider die Flugbahn des Geschosses, sodass ich nicht gleichzeitig messen und genau treffen kann. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb benutze ich immer dieses Labrador, wobei ich manchmal mir auch schon gewünscht hätte, dass ich zum Beispiel ein Magnetospeed benutzt hätte. Weil manchmal brauche ich wirklich nur die V0 und nicht mehr und dann wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. Man muss nämlich das Labrador vorher mal ordentlich einrichten, damit es vernünftig misst. Und die Messung der V0 hängt davon ab, wie groß die Geschosse sind. Umso größer die Geschosse sind, umso besser misst dieses Gerät. Das ist auch ganz klar, denn es funktioniert ja mit Radarwellen, also mit Radiowellen. Und die müssen irgendwo reflektiert werden. Und diese Reflexion erfolgt am Geschossboden. Das heißt, je größer der Geschossboden ist, je besser funktioniert das Gerät. Das heißt, wenn ich ein Geschoss habe, zum Beispiel 308 mit einem glatten Geschossboden, dann misst es dieses Geschoss besser als ein Gerät mit einem Bowtail, also spitz zulaufend ein bisschen und dann erst abgeschnitten, weil die Reflexionsfläche natürlich kleiner ist. Aber man kann das Gerät so einstellen, dass es alles misst. Ich kann auch KK messen, aber da bin ich schon in einem Bereich, wo das sehr, sehr schwer wird. Und dafür gibt es dann optional ein Mikro, was ich anbauen kann, sodass das Ganze deutlich besser gemessen wird, weil der Knall vom KK ein bisschen gering ist und da muss das alles ziemlich genau stimmen. Man kann auch Luftgewehre messen, man kann auch Bögen messen und alles sowas, also auch zum Beispiel Paintball und solche Dinge. Aber ich nutze das natürlich hauptsächlich, um meine Langwaffen und Kurzwaffen zu messen und darum soll es heute auch hier gehen. Die Vorteile hatte ich schon genannt. Das Gerät lässt sich auch einfach bedienen, funktioniert auch so auch ziemlich gut, würde ich sagen. Aber es gibt, ich würde mal sagen, zwei Nachteile. Einen großen Nachteil und der große Nachteil ist die Stromversorgung. Dazu komme ich gleich. Man muss das Gerät sehr genau einrichten und das ist halt eine reine Gewohnheitssache. Ich muss das ordentlich machen, sonst funktioniert das nicht. Aber die Stromversorgung ist der riesengroße Nachteil. Ich kann entweder hier drinnen in diesem Kasten solche normalen Mignon-Batterien benutzen und ich kann eine externe Stromversorgung über diese kleine Micro-USB-Schnittstelle benutzen und das ist auch das Problem. Wenn man dort ein Kabel dran macht und einen Akku daneben stellt, also eine Powerbank, dann wird im Laufe der Zeit das Kabel immer irgendwie ein bisschen bewegt. Ne? Auf einer Range ist das völlig normal, bei Wind und Wetter, da kann man gar nichts gegen tun. Wenn man das sehr oft macht, dann ist irgendwann dieser kleine Anschluss im Eimer. Das ist bei mir der Fall, der funktioniert nicht mehr, der hat einen Wackelkontakt, der geht mal. Und wenn ich schieße und ein bisschen Druckwelle kommt oder ein bisschen Erschütterung kommt, dann geht der Quatsch nicht mehr. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also habe ich nachher nur noch Akkus benutzt, weil Batterien, da wird man arm bei. Das Ding saugt die Akkus ja ruckzuck leer und die Batterien auch. Also habe ich überlegt, was kann ich machen? Ich habe also dann viel mit der externen Stromversorgung gearbeitet und irgendwann habe ich die Nase voll gehabt von diesem Wackelkontakt. Also habe ich den ganzen Kasten auseinandergebaut. Achtung, man muss wissen, was man tut. Dann habe ich also ein Kabel angelötet und das Kabel nach außen gelegt mit einem ordentlichen Anschluss, der nicht kaputt gehen kann. Ja, hier habe ich einfach ein bisschen Silikon drauf gemacht, sodass es auch wieder abgedichtet ist. Und das Kabel selber hier unten ist mit einem XC60-Stecker versehen und es wird nie kaputt gehen. Dazu habe ich einen Akku gebaut, das ist der Akku. Und ich kann mit diesen guten Akkus hier drin also ewig damit arbeiten. Also 2 Stunden Dauerbetrieb ist überhaupt kein Problem, eher deutlich länger. Den stecke ich jetzt einfach hier unten ran. Ja, ich kann das hier ein bisschen hoch machen und dann kann ich den einschalten und schon
funktioniert das Ganze. Ihr seht auch momentan, ich habe noch was weiteres dazu gebaut, aber erstmal zum Gerät. Ich habe an diesem Gerät auch das Problem, dass diese Gummikappen hier, ich zeige dir mal diese Gummikappen, dass die nach einer Zeit dermaßen ausgeleiert sind, das ist auch so ein Nachteil, dass die abstehen. Von Wasserdichtigkeit kann dann keine Rede mehr sein, das ist total blöd. Deswegen ist hier so ein Gummiband drum. Ja, wenn man das Gummiband ganz unten drum macht, dann geht das auch nicht die Antenne. Ich habe geguckt, die Antenne ist ein bisschen kleiner als das Gerät. Also die ist ja so eine Platte, die Antenne, die da hinten abstrahlt, so dass das Gummiband die Antenne nicht beeinträchtigt. Man darf da nur kein Metall nehmen, was dann die Radiowellen beeinflussen würde. Das Gummiband ist aber kein Problem. Und das hält jetzt schön diese beiden Klappen zu und gleichzeitig noch mein Kabel, sodass ich selbst, ich könnte jetzt hier auch das ganze Gerät hochhalten und das dicke Ding baumeln lassen, selbst das würde funktionieren. Es gibt ja so ein Original-Tripod von Labradar dazu und ich benutze das auch oft. Aber ganz oft liegt man ja, und wenn man das jetzt hier oben drauf baut, ich zeige das mal, dann ist das Ganze ziemlich hoch. Achso, ich habe hier unten so einen AK-Swiss-Anschluss und das macht die ganze Sache sehr flexibel. Ich kann zum Beispiel bei Pistole einfach meine normalen Stative benutzen. Die haben alle AK-Swiss-Adapter, so wie die Langwaffe hier auch. Und ich kann das jetzt hier einfach reinschieben und festmachen und jetzt kann ich das Ganze benutzen. Aber ihr seht schon, wenn ich jetzt hier eine Waffe habe, hier seht ihr den Lauf und ich stelle das daneben, dann schieße ich da quasi unten durch. Das sieht man, hier ist der Lauf. Ich schieße hier unten durch, das ist schlecht, das funktioniert nicht gut. Das sollte immer ungefähr auf dieser Höhe sein. Hier sind die beiden Mikros, ich habe das Ding hier auseinandergebaut und nachgeguckt. Hier sind zwei Mikros, genau an dieser Stelle. Und da sollte auch die Mündung ungefähr sein. Außerdem muss man das Gerät natürlich genau ausrichten. Deshalb habe ich mir zusätzlich zu diesem Stativ, was jetzt so nicht der Burner ist, aber das geht, habe ich mir ein eigenes gebaut und da sind vier Gummifüße drunter, einfach zwei Aluplatten übereinander, könnt ihr auch eine ganz normale Holzplatte nehmen, ist vollkommen egal, lag halt gerade im Keller rum und hat jetzt die optimale Höhe für mich. Ich klemme das also einfach hier fest, machen wir so, komme ich besser an diese kleine Schraube dran hier unten. So, jetzt ist das Ganze hier festgeschraubt, fällt auch nicht ab. Und steht sicher, wenn der Untergrund gerade ist. Wenn nicht, müsst ihr irgendwas unterlegen, weil das ist ja nicht verstellbar, so wie das andere. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich jetzt hier in dieser Höhe schießen würde, das ZF, das Zweibein ausgefahren, nur ein bisschen. Ja, ich kann das auch hier hinstellen, das ist gar kein Problem. Dann habe ich eine sehr schöne Höhe und das funktioniert super. Ja, außerdem habe ich dann immer meine Batterie. Die lege ich einfach hier vorne drauf, schließe das Ganze an und schon ist das eine schöne Einheit und ich bin damit sehr, sehr flexibel unterwegs und das Ding habe ich ja trotzdem mit. Wenn ich das Ganze oben auf ein Stativ aufbaue, dann mache ich einfach, dann habe ich so ein kleines Beutelchen und den hänge ich an das Stativ mit dran, sodass das, der Akku da mit drin hängt, also ganz normal ein Nylonbeutel, so ein kleinen, und dann ist das auch gelöst, das Problem. Also, zwei Stative. Und die benutze ich immer und wenn ich von oben schieße, dann benutze ich ein großes Stativ, so wie das hier, wo jetzt gerade das Gewehr drauf ist. Wie richtet man das Ganze nun aus? Wenn ich jetzt hier, jetzt habe ich wieder schwarzen Hintergrund, das ist doof, aber ich rück gleich mal beiseite. Dann versuche ich das Ganze so hinzustellen. So, vielleicht sieht man das. Die Mündung guckt jetzt nicht vor, genau daneben. Wenn ich keine Mündungsbremse habe, sonst ist das doof. Ich habe ja jetzt hier eine Mündungsbremse, die sieht man auch. Und diese Mündungsbremse hat genau seitliche Auslässe. Wenn ich das jetzt hier nebenstelle, dann ballert das jedes Mal hier ran und dann habe ich keine vernünftige Messung und das zeigt er mir auch an. Also gehe ich mit dem Gerät einfach 10 cm weiter nach vorne oder 15 so und schieße dann. Natürlich muss ich den Offset einstellen. Es gibt ja die Offset-Einstellung und in dieser Offset-Einstellung gebe ich an, ob das Gerät 15 cm, also das, da zählt immer die Seite 15 cm, 30 cm oder sogar 45 cm wegsteht. Wenn ich so eine Mündungsbremse habe, dann gehe ich lieber ein bisschen weiter weg und 5 cm nach vorne, dann treffe ich das Gerät nicht mehr, weil sonst misst das nicht vernünftig. Der zweite Punkt ist der, ich gehe mal hier wieder aus meinem Scheinwerfer. Ich habe ja hier so einen Bundeswehr-Scheinwerfer. Das ganze Gerät müsst ihr, wenn ihr mal so guckt, hier oben ist so eine kleine Rille drin und da legt ihr dann einfach einen Stift oder irgendwas rein, sodass der Stift hier
genau auf das Ziel zeigt und dann müsst ihr das ein bisschen austarieren, ne? So dass das Ganze von der Seite schön parallel oder im 90-Grad-Winkel hier zum Lauf passiert, sonst funktioniert das nicht, also parallel zum Ziel. Und auch gekippt darf das nicht sein. Dann würde er nach oben abstrahlen oder nach unten. Nach unten ist noch blöder, weil er dann die Wellen nach unten reflektiert und das würde die Messung noch schlechter machen. Also exakt gerade hinstellen. Zur Not nehmt euch einfach eine kleine Wasserwaage mit, legt die hier drauf und dann könnt ihr das Ding nicht so verkanten. Es gibt ja so eine kleine Libellen. Aber ich mache das quasi nie. Das heißt, man stellt das Ganze ordentlich ein, also den Abstand, den Offset, in dem Menü, ob das 15 cm, 30 oder 45 cm weg ist. Und man kann auch den Trägerlevel einstellen. Der Trägerlevel wird eingestellt auf 1 normalerweise, dann ist er am empfindlichsten. Wenn ich ihn auf 5 einstelle, das mache ich nur, wenn neben mir Leute schießen und der das mitkriegt und dann immer auslöst. Das will ich nicht. Der misst das zwar von da hinten nicht, aber naja, manchmal schon. Dann kann ich den weiter runterstellen, aber ich würde dann lieber absprechen mit den anderen, dass ich schieße und dann messe und dann ausschalte und so weiter. Das geht dann besser. Manchmal ist es halt eng. Beim Wettkampf kann ich das natürlich nicht beeinflussen, also beim Training zum Wettkampf, beim Wettkampf selbst kann ich das Gerät ja nicht benutzen. Also gerade ausrichten, Trägerlevel auf 1 stellen, Offset einstellen und damit ist meistens schon alles getan. Ihr könnt mit der Software das Gleiche einstellen. Ich habe das Problem mit dieser Software, deswegen kann ich die überhaupt nicht leiden, dass die immer nach 5 bis 10 Sekunden die Verbindung abbricht. Das ist also völliger Mumpitz, Humbug, kann man nicht benutzen. Ich habe auch schon alles Mögliche probiert und das ist seit Anfang an so. Also mag bei anderen super funktionieren, bei mir leider nicht. Ich mag das sowieso nicht, diesen ganzen Krempel mit dem iPhone verbinden. Ja, man verbindet dann alles Mögliche und nichts funktioniert mehr. Und so ist das in der Realität dann auch. Ich habe hier Knöpfe dran, da stelle ich ein, alles und fertig ist die Laube. Man kann das Gerät, das ist ja in Deutschland runtergestuft, also es gibt ja Low und High. Ne? Beim High-Level habe ich ein bisschen mehr Radiowellen, ein bisschen mehr, also einfach nur mehr Antennenabstrahlung. Und diese Radiowellen sind bei uns nicht erlaubt, also in Deutschland, und sind deshalb auf Low geschaltet. Ich kann mit der Software auf High schalten. Einige Berichte sagen auch, dass er dann weiter misst. Ich habe das noch nicht selber messen können, nachvollziehen können. Das wird vielleicht sogar so sein. Aber aufpassen, in Deutschland ist es nicht erlaubt. Aber naja, es ist halt nicht erlaubt. Im Ausland müsst ihr gucken, wo es erlaubt ist. Da könnt ihr das Ganze dann umschalten. Bei mir schaltet sich dann auch die Low-Anzeige ab. Und bei einigen anderen habe ich schon gesehen und gehört, dass dann die Entfernungen größer werden, also dass ich weiter messen kann. Ich würde auch die Firmware aktualisieren. Ihr seht auf der Homepage, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach. Ich verlinke euch das hier mal. Und das macht ihr über die SD-Card da drin. Und auf der SD-Card wird auch alles Mögliche gespeichert. Und das Menü ist auch ganz einfach. Das muss ich hier nicht erklären. Da stellt ihr alles ein und fertig. Was vielleicht noch wichtig wäre, ihr benutzt immer den Triggermodus, weil der Triggermodus ist für Schusswaffen und der sogenannte Dopplerradar ist für Pfeile oder solche langsamen Dinger. Da kann man dann Sachen messen ab, ich glaube 69 FPS, umrechnen müsst ihr das selber. Und dann gibt es natürlich noch Kurzwaffe und Langwaffe. Kurzwaffe ist, glaube ich, irgendwas mit 200 bis 700 FPS und Langwaffe eben erst oder 1700 und Langwaffe ab 900, 1000 FPS um den Dreh. Das heißt, ihr müsst gucken, wie schnell ist euer Geschoss und dann Kurzwaffe, Langwaffe einstellen. Noch was zur Low-High-Einstellung. Wenn ihr im Ausland seid, könnt ihr das ja wechseln. Wenn ihr innen seid, Indoor seid, dann ist die High-Einstellung oftmals gar nicht so gut. Da solltet ihr lieber die Low-Einstellung wählen, weil ihr sonst zu viel Reflexionen habt. Das ist auch in so teilweise überdachten, überbauten Schießständen so. Da würde ich dann mal versuchen, ob Low nicht besser funktioniert. Aber in Deutschland habt ihr sowieso nur Low. Ja, kleines Fazit. Das Gerät ist gut. Es hat Macken, die habe ich für mich umgebaut, abgestellt. Jetzt kann ich es gut benutzen. Ich habe verschiedene Stative, die machen sehr viel Sinn. Die kann man auch original kaufen. Ich habe mir die anderen selber gebaut, damit ihr die Höhe und das Ganze, na, das ist sehr, sehr stabil. Das fällt auch nicht um.
das ist eine Sache, die ihr beachten müsst. Und ansonsten müsst ihr halt testen, testen, testen. Das heißt, wenn das nicht gleich funktioniert, nicht aufgeben oder sagen, das Gerät taucht nichts. Nee, das ist einfach noch nicht ordentlich eingestellt. Oder es gibt Reflexionen von Wänden und weiß ich was. Das ist halt überall anders. Und ihr schießt ja nicht in der Wüste, da ist es nämlich am einfachsten, sondern ganz oft auf einem Stand. Und dann müsst ihr halt mal ein bisschen probieren, dass ihr mit der Mündung ein bisschen zurückgeht oder ein bisschen nach vorne geht und das Ganze ein bisschen einstellt. Und das funktioniert dann auch. Wenn ihr einen Schalldämpfer benutzt, ist genau das Gleiche. Da würde ich das externe Mikrofon benutzen, weil der Knall ist wirklich leise. Und das Ding ist ja ausgelegt auf so richtig fetten Knall und das funktioniert dann besser. Also insgesamt sehr empfehlenswert. Wenn ihr nur die V0 messen wollt, dann würde ich auf einen Magnetospeed vielleicht gehen, weil der ist einfacher zu handeln und funktioniert auch immer. Aber dann kann man halt nicht genau treffen, weil es die Treffpunktlage beeinflusst. Das war's zum Thema Labradar. Vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen hoch nicht vergessen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.